Und habt ihr erraten, was wir spielen? Ja, ganz genau. One Late Night. Wenn ich ehrlich bin, ich hasse Horrorspiele und Jumpscares über alles. Aber weil ihr es ja so lustig findet, wenn sich jemand erschreckt, mach ich's halt trotzdem. Los geht's. Das Spiel kann man sich gratis einfach herunterladen, irgendwo. Weiß auch nicht gerade wo. Schließlich hab's nicht ich gemacht, runtergeladen. Und es war auch nicht meine Idee zu spielen. Naja, ich lese das jetzt einfach alles so auf Deutsch, wie ich es verstehe. Okay, wir sehen uns später. Tut mir leid, aber ich brauche länger. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich rufe dich an, wann? Okay. Pio, bin ich müde. Ich nicht. Es ist Zeit zu schauen, wie weit mein Kaffee schon ist. Ja. Ich hoffe, man hört auch genug. Denn ich höre auf jeden Fall genug. Okay. How to play. Yep. Ich höre gerade gar nichts. Es ist merkwürdig. Ach so, man hört eh was. Der Anfang ist noch ganz okay. Allerdings wird's dann richtig gruselig, Alter. Das glaubt ihr mir nicht. Roberts Office. Ich frage mich, wo er hin ist. Eines Tages war er hier und auf einmal war er einfach nicht mehr bei der Arbeit. Ja. Ah, da kommt gleich was raus. Hallo? Okay, jetzt noch nicht. Ich dachte, es kommt schon raus. Damit ihr es wisst, ich gehe nie in Räume, die nicht abgeschlossen werden können. Weil ich, naja, ich sage ja, ich hasse Jumpscares. Es ist besser, ich gehe wieder zur Arbeit. Lalalala. Ja. Was? Ich sehe dich? Was ist das? Wann habe ich denn das geschrieben? Naja. Ich mach mal kurz die Türen zu. So. Ja. Guck mal, was wir gefunden haben. Eine Android-Figur. Oder Android. Gut. Ich glaube, wir sollten aus... Was war denn das jetzt? Ach nee, es hängt. Naja, das dauert jetzt ein bisschen. Und weiter geht's. Ja, ich habe mich irgendwo verdrückt, da das nicht im Vollbildmodus geht zu spielen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ach, jetzt habe ich diesen hässlichen Kugelschreiber in der Hand. Okay, das ist jetzt aber echt gruselig gewesen. Naja, ich muss sowieso einen abseilen. So. Was ist jetzt passiert? Ach, gar nichts. Drücken wir einfach mal drauf. Was haben wir gefunden? Oh, einen Schlüssel. Roberts Key? Was macht er da drin? Was war das jetzt? Alter, was war das jetzt? Oh. Ich bin echt schreckhaft. Ich habe das schon einmal durchgespielt und es ist echt der Horror. Oh, hello. Warum steht das da? Egal. Roberts Schlüssel. Tür zu. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele, aber... Ich höre sie an der Tür. Sie kommt immer näher. Ein Geist oder der Teufel in Person? Ja.
Worüber redet er wohl? Okay, hier liegt nichts rum. Dann habe ich jetzt wohl die Vermutung, dass ich mich jetzt erschrecken gehen muss. Wow. Alter, ich vergesse das immer, was jetzt passiert. Das ist voll unnötig. Das ist einfach nur unnötig. Gott, nicht das. Nicht anrufen, bitte nicht. Alter, ich hasse das. Okay. Die Omi kommt! Mein Gott. Weiter geht's. Nennen wir sie einfach Omi, da ich keine Ahnung habe, wer es wirklich ist. Ja, und jetzt beginnt der Schreck erst recht. Also gehe ich jetzt hier rein. Das hat keine Türen! Hab ich einen Knall? Ups. Mich verdrückt. Egal. Gut. Hihihi. Häng in der. Wie lustig. CD-ROM, Alter. Ist das hier alt, der ganze Shit? Wir können uns hier einfach mal alles ansehen. Oh, Sprühflaschen. Und Feuerlöscher. Ein Mob. Eine Schachtel. Was ist das? Ein PC. Okay. Ich gehe nicht ans Telefon. Ich habe keinen Knall. Ich gehe jetzt in Roberts Zimmer. Oh Gott, jetzt fängt sicher gleich der Schreck an. Oh nee. Nee, 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 nee. 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 Oh, was ist jetzt passiert? Alter, nee. Zu, zu. Mein Gott. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, so geht das nicht. Oh Gott. Das Spiel ist daran schuld. Das macht das automatisch. Immer wenn das Ümchen da ist. Allerdings nicht so schlimm immer. Oh mein Gott. Ich hasse das. Bin ich jetzt eh unter dem Tisch? Gut. Also ist weg. Okay. Wir haben das Ümchen jetzt einmal gesehen. Das Telefon. Nee. Es ist eine Notiz. Check my drawer. Ernsthaft? Hätte. Ah, jetzt kommt's. Das Licht ist dein Freund, Robert. Okay. Und jetzt brauchen wir das da. Eine Taschenlampe. Und ratet mal, was damit los ist. Ich habe keine Batterien. Ich schaue besser nach welchen. Ja, jetzt suchen wir noch schnell nach Batterien und ich glaube, dann machen wir auch schon wieder einen Cut. Denke ich. Oh du Scheiße, das Zimmer lasst man nicht zumachen. Ich gehe doch lieber in mein Zimmer und zeige euch noch ein paar Sachen, was man tun kann. Nicht die Musik! Jetzt muss ich wieder unter den Tisch, Alter! 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 Okay. Ich vermute aber auch, dass sie in hier nicht rein kann, allerdings bin ich mir da nicht so sicher. Also verstecke ich mich unter dem Tisch. Puh. Ja, es kommen in letzter Zeit nicht mehr so viele Videos, weil ich momentan nicht genau gewusst habe, was ich machen soll. Es werden auch jetzt nicht so viele sein, aber in den Sommerferien habe ich dann extrem viel Zeit und fange mit einem ganz neuen Projekt an. Ja, das wird sicher lustig.
Das neue Projekt wird euch hoffentlich gefallen. Ich verrate euch natürlich nicht was. Ich kann nur sagen, es wird sicher einige hundert Parts haben. Also wenn euch das dann nicht zu lange wird. Okay. Warten wir einfach noch ein bisschen, bis es wieder weg ist, das hässliche Öhmchen. Okay, es ist weg. Jetzt kommen wir schnell raus. Dann sehen wir uns noch ein bisschen um hier drin. Web Design for Dummies. Das bedeutet, glaube ich, Internet Designing für Dumme. So. Was ist damit? Wieso? Macht das keine Musik? So. Jetzt sage ich mal, wir speichern schnell und beim nächsten Mal geht's weiter. Alter, ich halte das nicht aus. Ups. Man muss das eingeben. Und dann Echelon. Und dann Save. Okay, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Okay, weiter geht's.